Zeit für Sprechplanet. Mit Julian Schlichting. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sprechplanet aus dem Homeoffice, nicht aus unserem Studio in Hamburg, Folge 57. Liebe Grüße gehen heute raus nach Köln zu Peter Milovic. Eine große Ehre, dass Sie sich bereit erklärt haben, dass ich Sie interviewen darf. Herzlich willkommen. Das ist mir ein Vergnügen. Ich dachte, wenn Willi stirbt, ja, am nächsten Tag kommt keine Sau mehr. Mhm. Und dem war erstaunlicherweise nicht so. Nachdem diese obligatorischen 6 Wochen vorbei waren, ging das weiter als ohne Unterbruch. Ich war völlig von den Socken, dass das so gut funktioniert hat. Mhm. Denn ich habe ja noch 20 Jahre nach Willis Tod weitergemacht und es hat funktioniert. Sieht man auch mal die Treue der Zuschauer, aber auch was diese Instanz inzwischen wert ist. Ne? Und ich bin, da muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich bin da richtig stolz drauf, dass ich diese Erwartungen erfüllen konnte. Ja. Wenn ich Scheiße gemacht hätte, wären die Leute nicht mehr gekommen. Ja, da haben Sie recht. Ich bin mir nur schwer. Wenn Sie sich gelangweilt hätten, die Stücke nicht gut gefunden hätten, wären Sie nicht mehr gekommen. Ja, das stimmt. Ganz genau so. Kann man sagen, ja. Ist es denn schwer gefallen, die ersten Wochen auf der Bühne zu stehen ohne ihn? Nee, das habe ich ja vorher schon eine ganze Weile. Mhm. Der hatte ja vor seinem Tod schon 2 Jahre nicht mehr gespielt. Ah, okay. Nö, das kam nicht so unverhofft. Und dann schied er auch aus dem letzten Stück so peu ab, wird dann zur Vorstellung gespielt, dann eine nicht mehr, dann jemand anderer gespielt und so weiter. Das war eine sehr blöde Situation, Leute zu finden, die für Willi einspielen. Oh ja. Das ist eine heiße Nummer gewesen. Wie finden Sie denn diese Statue, die da jetzt seit einigen Jahren steht? Das finde ich schön. Und dass die da an dem Café ist, finde ich ganz besonders schön. Vor allen Dingen muss es erklären, das ist so eine Art Bank, wo man drauf sitzen kann und sich von ihm umarmen lassen kann. Das ist natürlich auch eine Geste, die auch was aussagt in sich schon. Ne? Also und man kann sich zu Willi setzen und Kaffee trinken. Das finde ich so klasse. Das ist wirklich, wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und auch eine Würdigung so viele Jahre später vor allen Dingen noch. Ja, Sie haben das Theater ja noch einige Jahre weiter betrieben, bis 2014, und danach sind Sie noch weitere Jahre mit dem Ensemble aufgetreten, bis Sie irgendwann ganz aufgehört haben. Wie waren so diese Jahre, sagen wir mal 2010 bis 2014, wo Sie dann wohl offensichtlich entschieden haben, okay, wir ziehen uns mal so stückweise zurück von diesem Haus? Das Geschäft immer schwieriger wird. Das Theater an sich wird immer schwieriger für den, der es betreiben will. Die Leute, die reingehen, hoffentlich nicht. Nur es wird immer schwieriger. Dann haben wir nur noch 4-mal die Woche gespielt, dann haben wir nur noch, aber 4-mal die Woche gespielt. Das muss man dann machen. Alles ja. Es geht nicht mehr anders. Fehlt es da an den jungen Leuten? Möglicherweise an der Attraktivität, die Konkurrenz wird ja immer größer. Als mein Vater anfing, gab es ein Fernsehprogramm. Eins, und das war dann samstags, und das war die Riesennummer, wenn Willi im Fernsehen, Milovic im Fernsehen war. Inzwischen gibt es, ich weiß nicht wie viele Programme, und jeder macht was und jeder will die Zuschauer haben, und natürlich werden die Tochtenstücke da sehr viel kleiner. Weil es gibt nur so und so viele Millionen Zuschauer, und wenn jeder da was von haben will, dann wird der Kuchen bleibt gleich groß, nur die Teile werden immer kleiner. Ja, das stimmt, genau. Und die Leute ins Theater zu bringen, das ist natürlich nochmal eine weitere Hürde. Ne? Ja. Haben Sie da irgendwann Stücke gespielt, wo Sie dachten, ja, die passen vielleicht nicht so zu uns, aber die locken mehr Leute an? Gab es auch inhaltliche Veränderungen? Nö, im Prinzip nicht. Nein, wir sind never change a winning team. Wir sind unserer Marschroute treu geblieben. Ganz klar. Nur das ist es, das, was es so schwierig macht. Denn die Schwenke, die mein Vater gespielt hat, die alle aus dem vergangenen Jahrhundert stammen, die hatten, sagen wir mal so, die Grundregel des Schwankes, so grobe Richtung, ist Regelverstoß. Und in einer Zeit, in der es sehr viele Regeln gibt, kann man auch ganz doll gegen jede Menge Regeln verstoßen. Wenn der Herr Kommerzienrat was mit einer Tänzerin hat und der Ton da nicht. Und das gibt 1000 Geschichten, die man da machen kann. Aber das gibt es heute alles nicht mehr. Wenn heute was. Es gibt keinen Kommerzienrat, wenn der was mit einer Tänzerin interessiert, das keine Sache. Das stimmt, ja. Ist kein Thema mehr. Es gibt heute noch 2 Bereiche, in denen so ähnlich strenge Regeln herrschen, wie sie damals in der Gesellschaft herrschten. Das ist die Religion und das Militär.
Aber die Regeln, die da herrschen, kann man nicht das allgemein bekannt voraussetzen. Stimmt. Ich bin überzeugt, wenn der... Vor allem bei Religion, auf gar keinen Fall. Religion weiß, ich wüsste nicht mal, wie viel Dienstgrad es da gibt. Ja. Bei der Bundeswehr weiß ich das inzwischen auch nicht mehr. Ich habe neulich, bei uns gab es Gefreiten, Obergefreiten, Hauptgefreiten und dann und inzwischen gibt es da so Zwischenstufen. Es gibt so viele, ich wüsste es heute auch nicht mehr bei der Bundeswehr. Mhm. Und diese Regeln kann man eben nicht als allgemein voraussetzen, deshalb kann man die nicht zum Maßstab nehmen. War das schwer, das irgendwann zu erkennen und das auch wirklich final zu entscheiden? Weil Sie hatten ja die letzten Jahre... Diese Entscheidung hat mir der WDR aus der Hand genommen. Der WDR hat gesagt, ich unterstütze dich nicht mehr, dann habe ich gesagt, muss ich den Laden zumachen. Dann habe ich es noch ein Jahr ohne den WDR versucht und das war so kümmerlich, ich muss es sagen, das war so kümmerlich, dass ich dachte, nee, Junge, so machen wir, dieses Bühnenbild war kümmerlich und die Kostüme, da, nee. Okay, haben Sie gemerkt, das ist nicht der Anspruch, den wir hier haben? Ich erfülle den Anspruch nicht mehr, wenn Sie alte Stücke von uns sehen. Was Sie da ein opulentes Bühnenbild, was Sie da tolle Kostüme haben und all das, das kostet natürlich richtig viel Geld. Mhm. Der WDR hat das bezahlt. Und das kann ich selber nicht mehr. Und wenn ich diesen Ansprüchen nicht genügen kann, dann lasse ich es lieber. War das dann das Ende der Zusammenarbeit mit dem WDR zumindest, sagen wir mal, so, dass man sagen kann, okay, das kann ich akzeptieren, oder war das auch irgendwie so ein ruppiges Ende, wie das ja auch oft gerade in den Fernsehbereichen ist? Ich will Ihnen genau sagen, wie das war. Gerne. Ich rufe wie immer meine Produktionsleiterin an und frage nach dem nächsten Aufzeichnungstermin. Da sagt mir die Produktionsleiterin, den haben wir noch nicht, sprechen Sie dann mal mit dem Herrn so und so. Aha, denke ich, das gab es ja noch nie. Ach so. Das gab es ja noch nie, weil die haben angerufen, der nächste Aufzeichnung ist dann und dann. Ach, ich muss mit Herrn sowieso. Ja, und dann habe ich Herrn sowieso getroffen und dann sind wir mal Kaffee trinken gegangen und dann hat er mir erzählt, dass der WDR nicht mehr weitermacht. Dieses Jahr noch und dann ist Schluss. Ja, aber ich konnte es mir denken, weil sie haben sich von mehreren Sachen in Köln zurückgezogen. Sie haben es Hennesschen dran gegeben. Sie haben die Stunksitzung dran gegeben. Da konnte man schon merken, aha, der WDR zieht sich zurück. Ich dachte, pass auf, der Nächste bist du. Und das war dann für Sie auch, also sozusagen erwartbar, ja. Und auch so ein bisschen auch nachvollziehbar? Oder waren die Begründungen dann letztendlich für Sie auch ein bisschen fadenscheinig? Diese Argumente, die kann die alle nicht nachvollziehen, weil die kosten so viel Geld, die Produktion. Ich sage, was kostet denn wir? Ob der Kameramann zu Hause im Bett liegt oder ob der Milovic auszeichnet, der kostet den WDR dasselbe. Ob der Schreiner eine Deko für Milovic baut oder zu Hause im Bett liegt, das kostet den WDR keinen Cent mehr. Passt einfach sozusagen nicht mehr in das Programmschema, man will sich damit nicht mehr identifizieren. Ne? Ich muss Ihnen sagen, im Nachhinein bin ich froh, dass ich den Laden los bin. Mein Gott, stell mir vor, ich hätte diese ganze Corona-Scheiße da mitmachen müssen. Ja, das war nur eins von vielen Interviews, die wir hier gemacht haben beim Sprechplanet. Hier sind noch viele, viele andere. Die vollen Gespräche, die ganzen Versionen, gibt es auf massengeschmack.tv zum Abonnieren, kostenlos testen, reinklicken. Bis gleich.